Nächste Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Leopold Steinbichler. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, Österreich ist EU-Nettobeitragszahler. Haben Sie die Möglichkeit geprüft, ob Österreich seine Flüchtlingskosten direkt von den Nettozahlungen an die EU abziehen kann, um die Lücke im Budget zu schließen, die durch die ebenfalls schon angesprochenen nicht realisierten Einnahmen aus den Gegenfinanzierungsmaßnahmen zur Steuerreform entstanden wird? Herr Bundesminister. Es gibt auf der Ebene Europas klare Regeln in Bezug auf den Wachstums- und Stabilitätspakt. Der hat bestimmte Flexibilitäten. Was wir erreicht haben, ist, dass die EU für die Jahre 16 und 17 zugestimmt hat, dass wir die überproportionalen Kosten für den Bereich Flüchtlinge und Integration in Ansatz bringen können für die Berechnung des strukturellen Defizits.